dazu? Soll ich was sagen dazu? Ja, wir wollten jetzt gerade noch mal eine kleine Probefahrt machen, hin und her ein bisschen fahren. Und dann nehmen wir euch auf jeden Fall noch kurz mit. Ich habe vergessen, die Bremse zu ziehen. Oh. Willkommen zurück zu Rollin' Hawk. Vielen Dank wieder fürs Einschalten. Ja, ich würde sagen, ich erkläre euch direkt mal vorab, was geht heute in dem Video ab. Und eins muss ich jetzt noch sagen und nicht vergessen direkt. Danke für euren Support, danke für die ganzen Nachrichten bezüglich meiner Haartransplantation. Und es ist alles soweit gut verlaufen, mir geht's gut. Und ja, sieht soweit auf jeden Fall auch schon manierlich aus. Dauert jetzt ein paar Monate, bis das Ganze schön in voller Pracht nachwächst, ungefähr 3 Monate. Und ja, dann sieht das Ganze schon mal anders aus. Also was steht heute an? Wir haben zum einen unsere TÜV-Prüfung, die steht heute an um 13 Uhr. Dann haben wir noch ein paar Sachen, die gemacht werden müssen. Zum einen muss der Kennzeichenhalter noch einen Reflektor bekommen. Der Kettenschutz muss montiert werden. Die Spiegel müssen montiert werden. Und der Vergaser muss noch nachgestellt werden. Weil da haben wir aktuell das Problem, dass die Karre relativ schnell ausgeht. Ist wahrscheinlich nur eine Einstellungssache. Ist ja komplett revidiert, das Ding. Und ja, ich würde sagen, lass uns mal ins Video starten. Nicht vergessen, liken, abonnieren und teilen. Das wäre auf jeden Fall super. Und let's go zum Video. So, als erstes lösen wir mal hier die Schraube, die Mutter von dem Luftfilterdeckel. Direkt mal auf den Boden gefallen, so wie das immer läuft. Und ja, jetzt können wir hier den abnehmen mit einer Hand. Wie immer etwas schwieriger, aber es geht, es ist machbar. So, nicht runterfallen lassen. Zack, zack. So, dann haben wir hier die beiden Schrauben. Auch ein Zehner, eine Zehnernuss. Die werden dann gelöst. Jetzt alles mal relativ zügig, weil ich bin heute echt im Stress. Um 13 Uhr steht das an, die TÜV-Prüfung. Und ich hatte die letzten Tage, Wochen einfach überhaupt keine Zeit, weil ich super viele andere Projekte hatte. Zum einen war ich ja in der Türkei, in Istanbul, wegen meiner Haartransplantation. Und zum anderen ja, war ich selber dann auch krank gewesen und wie das alles so immer ist, ne? Da kommt eins zum anderen und ja, da muss das hier jetzt schnell fertig werden. Der Termin, der stand natürlich schon länger für die TÜV-Prüfung, aber gut, ich hoffe, dass ich das jetzt hier noch relativ gut hinbekomme, dass es relativ schnell jetzt alles geht und ich da keine Probleme bekomme. Ich muss gleich noch hingehen, die Unterlagen zusammensuchen, so ein bisschen, was ich da habe, und ja, dann sollte das soweit passen. Die meisten Sachen sind ja mit E-Prüfzeichen, da denke ich mal, bekomme ich weniger Probleme. Das einzige, wo die halt genau gucken, ist wahrscheinlich der Tank und der Heckfender, Frontfender noch nicht mal so. Ja, da ist aber wohl der TÜV-Prüfer wieder ist, der mein letztes Bike auch abgenommen hat. Da kann ich ihm wahrscheinlich auch meinen anderen Bobber-Umbau nochmal zeigen und dann wird er sich vielleicht daran erinnern, dass ja, wir da schon mal was zusammen gemacht haben. Jetzt muss ich hier auf die andere Seite. Da habe ich schon gerade hier das Teil abgezogen und da muss ich jetzt da die beiden ja, Schrauben lösen. Ja, das Ganze mache ich immer mit so einem Imbus hier. Wenn irgendjemand von euch da einen besseren Trick hat, wie man da drankommt, ohne jetzt den Tank komplett abzubauen,
dann ja, schreibt es mir mal in die Kommentare oder schickt mir eine Nachricht auf Instagram. Ich werde das jetzt hier mal lösen, besser mit zwei Händen, weil so ist das echt schwierig, da ranzukommen. Und dann geht es gleich weiter. So, ich habe das Ganze jetzt hier gelöst und wir müssen jetzt quasi an diese Schraube da. Da müsste dran, mit dem, wo ich jetzt den Finger drauf habe. Und da gucke ich jetzt mal, ob die richtig eingestellt ist. Ob die auf 3,5 Umdrehungen eingestellt ist. So, ich habe die Schraube jetzt komplett reingedreht. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera seht. Ich mache das hier mal mit dem Schraubenzieher. Ja, das kann man jetzt so gar nicht sehen. Also, da hinten. Wenn ich jetzt hier, nee, das kriegen wir so nicht hin. Ja, auf jeden Fall ist da der Kopf von der Nadel, der hängt jetzt ein bisschen raus. Ihr müsst beim Reinschrauben auch darauf achten, dass ihr nicht zu viel Gewalt anwendet. Und jetzt drehe ich diese Schraube hier, quasi die da, ja, die drehe ich jetzt 3,5 Umdrehungen raus. Und dann ist das die Standardeinstellung ja, von der V800. Jetzt machen wir als erstes den Halter hier wieder dran. Der wird hier einfach so reingesetzt. So, jetzt geht's weiter. Ja, hier einmal die beiden Schrauben wieder festdrehen. Und dann können wir gleich das Plastikgehäuse vom Luftfilter hier wieder draufschrauben. So, hier geht's direkt weiter. Der Luftfilter wird ja einfach nur, also der quasi das Gehäuse wird ja einfach nur draufgesteckt. Und dann wieder festgezogen. Wir müssen nur darauf achten, dass der richtig drin sitzt, hier in der Nut. Und die andere Schraube. Ja. Läuft. Jetzt geht hier weiter. Ja, hier wird das einfach nur quasi so reingesteckt. Das Ganze. Braucht ihr noch nicht mal die Schelle für lösen. Das geht auch so. Echt gut. Und die Leitung kommt dann hier. Der Seite wieder drauf. Ja, aktuell bin ich auf der Fehlersuche, weiß nicht, wo das Problem ist, wollte euch aber kurz mal zeigen, wie ihr hier gucken könnt, ob der Zündfunke da ist. Ihr könnt einfach hier die Zündkerze quasi an den Motor halten und dann drückt ihr einfach auf den E-Starter und wenn das dann funkt, dann ist das Ganze in Ordnung. Das sollte relativ gleichmäßig sein, die Zündfolge, und dann passt das. Ich probiere es mal, ob ich es euch kurz zeigen kann. Ich weiß aber nicht, ob ihr es dann sehen könnt. Wir spannen jetzt gerade noch hier das Bike fest und dann geht es ab zum TÜV. Das Problem, was ich euch vorhin erklärt hatte, lag wirklich an der Zündkerze. Und das war die hintere. Hatte ich jetzt nicht mehr gezeigt, weil wir jetzt wirklich ein bisschen im Zeitstress sind. Aber wir werden das jetzt hoffentlich gleich noch schaffen. Wir hatten schon angerufen, beim TÜV soll nicht viel los sein. Und vielleicht nehmen wir uns jetzt gleich noch dran. Kurz festgestellt, dass der Anhänger keine Beleuchtung hat. Der hat normalerweise so eine Klickbeleuchtung, aber die haben wir nicht dran gebaut. Kennst du diesen
LKW da vorne. Den da? Ja. Kenn ich. Aus welchem Film? Schon einiges unternommen. Ach so, das meinst du? Final Destination? Ja, Mann. Wir sind hier bei Final Destination. Das sag ich euch. Ich habe schon so ein komisches Gefühl hier. Das Motorrad kippt schon leicht nach links. Ja, ich weiß nicht, ob man das da sehen kann. Da gab es kein Problem, wenn wir gleich bergauf hinter dem fahren. Dann haben wir verloren. Zurück fahre ich das Ding. Oder willst du es nochmal auf die Rampe bringen? Keine Ahnung. Das hat kein Kennzeichen, ne? Aber ein paar Fassing wäre schon geil, ne? Ja, aber du hast kein Kennzeichen. Aber ich habe TÜV dann. Das heißt, das wäre nur Fahren ohne Versicherungsschutz. Das ist schon ziemlich geil. Also ihr könnt ja mal dazu schreiben, was ihr so sagt, ob das ein Problem wäre oder nicht. Schreibt es mal in die Kommentare. So, wir haben TÜV. Das läuft alles. Montag können wir die Papiere abholen. Scheiße. Auf dem Weg hier raus, fast noch was vergessen. Unsere Auffahrrampe. So, lass mich mal raus hier. Jo, wir sind zurück vom TÜV, haben soweit alles klären können. Es wurde alles soweit eingetragen und am Montag können wir die Papiere abholen. Freue ich mich auf jeden Fall mega, dass das alles geklappt hat, dass er soweit zufrieden war. Es gab keine Probleme oder Beanstandungen. Alles soweit abgenommen. Der hat jetzt nur nicht mehr geschafft, weil wir schon 16.30 Uhr haben, quasi das alles noch einzutragen. Und ja, damit würde ich sagen, beenden wir das Video. Vielen Dank auf jeden Fall wieder fürs Einschalten und nicht vergessen, abonnieren, liken und teilen. Bis zum nächsten Mal, euer Phil. Haut rein, ciao.